Analyse ist das heutige Thema, Interpretation von Stimmungen von Investoren an der Börse und ihre Bedeutung für die Entwicklung von Wertpapierkursen. Natürlich ist das nicht nur für Wertpapierkurse, sondern auch für andere Basiswerte gedacht. Es gibt ja letzten Endes auch Sentimentindikatoren für andere Basiswerte, wie beispielsweise Währungspaare oder aber auch Zinsfutures wie Eurobond Future und so weiter, aber auch für Rohstoffkörbe. Und natürlich in der breiten Anwendung auch im Aktienmarkt für Indizes, aber auch für Einzelaktien. Zu meiner Person, ich gehöre nicht zu Lynx, ich bin kein Angestellter von Lynx. Selbstständiger Trader, handle nicht fremdes Geld für irgendwelche Kapitalanlagegesellschaften, sondern nur mein eigenes. Und aus diesem Grund meiner Ausführungen auch rein aus meinem Blickwinkel. Ich möchte in diesem Webinar also ein paar nähere Erläuterungen zu der Sentimentanalyse machen. Das Gebiet dieser sogenannten Behavioral Finance, der sogenannten Verhaltensökonomik, ein bisschen näher beleuchten. Das geht schrittweit, natürlich wie es in allen Wissenschaften ist, immer mal ein bisschen auch in Quergebiete rein. Das Thema Neurofinance wird da ganz kurz noch angesprochen. Aber natürlich auch hauptsächlich an auch die sogenannten Sentimentanalysen, die wir auch aus den Medien hin und wieder mal kennen, wie zum Beispiel auch das sogenannte EUAX-Anleger, Privatanleger-Sentiment, aber auch andere Privatanleger-Sentiments oder auch das American Individual Investors-Sentiment. Nächst wie bei jedem Webinar die sogenannte Risikowarnung. Nun mal nicht nur bei Aktien, auch bei anderen Anlageinstrumenten und derivativen Finanzinstrumenten der Fall. Das ist ähnlich an der Salontür. Es schwingt nun mal zu beiden Seiten in die Richtung der Gewinne, der schönen und Gewinne, auch außerordentliche Gewinne teilweise. Aber auch beträchtliche Verluste können einhergehen, wenn man sich in dieser Form nicht absichert. Man sollte auf jeden Fall auch nur mit Kapital handeln, dessen Verlust man sich dann auch leisten kann. Das ist nicht schlecht, auch das, dem, denke ich mal, zu empfehlen, die Konsultation auch unabhängigen Finanzberaters, etwaige auch des Steuerberaters. Der Fall Hoeneß hat uns das gezeigt, wie sinnvoll das sein kann. Da kann man das eine oder andere vielleicht mal vergessen und das sollte man halt eben nicht tun. Die aktuellen Wasserstände von heute, wenn wir uns das kurz als Brainstorming hier visualisieren, im heutigen Tag auf Jahressicht jetzt vom 01.01.2014 bis heute hat der DAX gerade mal 1,65% im Plus zu notieren. Aktuell schiebt er sich ja über die 9,4er-Marke drüber. Da wird diese Zahl von heute Mittag noch ein bisschen nach oben zu korrigieren sein, aber das sind nur kurze Momentaufnahmen von heute Mittag. Es ist eigentlich damit nur mal zu visualisieren, dass das Jahr 2014 ein Seitwärtsjahr bis dato ist. Für den japanischen Index, der Nikkei, sogar kein so erfreuliches Jahr. Der hat aber letztes Jahr auch sehr, sehr hoch performt. Also es ist nicht mehr so einfach wie in den letzten Jahren zuvor. Da, Herr Patjak, ich verwende ein Headset von Sennheiser. Und das ist relativ gut. Vielleicht haben Sie nebendran noch irgendwelche Tonquellen an. Ansonsten mal bitte bei der Technik nachfragen. Gut, Euro-US-Dollar zum Beispiel hat auch in diesem Jahr gerade mal relativ flat performt, das ist zwischen einer 0 und einer 1%, also wirklich nicht wirklich sehr, sehr viel. Gehen wir zum Sentiment selbst. Wenn wir uns mit dem Wort Sentiment allein mal beschäftigen, sollten wir zunächst einmal die Definition, so typisch wie man es aus dem Lexikon kennt, kurz vor Augen rufen. Es ist letzten Endes eine Empfindung, ein Gefühl, eine Stimmung. Und natürlich, wie man das im Jargon so sagt, seien Sie mal nicht sentimental, dann wird das natürlich schon wieder übertrieben verwendet, das Wort. Das soll hier nicht der Fall sein. Sentiment als absolute Anlegerstimmung, als Indikator. Wenn wir uns Analysemethoden, Analyseschritte anschauen, dann haben wir auch in anderen Webinaren das ja schon gehört. Es gibt verschiedene Schritte, wie man sich an einen Markt, an einen Basiswert herannähert. Das sind die Fundamentalanalyse, es gibt die technische Analyse und in diesem Schritt wie heute, es gibt die Sentimentanalyse. Ich bezeichne das als die sogenannte interdisziplinäre Analyse, weil ich davon ausgehe, dass
zumindest mein Ansatz, dass es mit einer alleine nicht immer getan ist und die andere zumindest auch ergänzend dabei nicht vom Fehler sein kann, nicht vom Schaden sein kann. Natürlich, wenn man kurzfristig Trades macht, in Minuten oder auch 5 Minuten, 30 Minuten, Sektor, ist es klar, dass man keine ausschweifende Fundamentalanalyse macht. Es ist auch klar, dass man keine ausschweifende Sentimentanalyse macht. Sofern man sich dann in einem längerfristigen Horizont, in 4 Stunden bis hochwärts auch bei mir auf Wochenchart aufhält, sind solche Analysen auf jeden Fall ratsam. Also mit anderen Worten, interdisziplinär, die Analyseansätze sollen sich miteinander verzahnen und vereinigen. Ja, die Fundamentalanalyse haben wir zum Beispiel vorgestellt, auch mit Bilanzkennzahlen und Kennzahlen im Bereich der Fundamentalanalyse, wie KGVs oder KWVs oder KUVs und Kurs-Cashflow-Verhältnisse und so weiter und so fort. Bei der technischen Analyse hatten wir in den letzten Webinaren natürlich auch die gängigsten Indikatoren vorgestellt, unter anderem natürlich auch die Fibonacci-Retracements und natürlich auch Unterstützung, Widerstandskanäle, Pivotpunkte und so weiter. Wenn wir die Sentiment-Analyse jetzt uns Schritt für Schritt angehen, das gehört zum Feld der Anlegerpsychologie, die Behavioral Finance, die Verhaltensökonomik. Und wenn man sich das Sentiment als Summe von Stimmung einzelner Marktakteure vorstellt, dann kann man natürlich auf diese Weise auch den Markt ein wenig mehr einschätzen lernen. Man geht auch sehr oft von sogenannten Konträren dann aus, dazu später gleich eine Erklärung mehr. Die Indikatoren, die man auch bei der Sentimentanalyse quasi nutzt, sind natürlich die klassischen Dinge wie eine Umfrage, das sogenannte Survey, um es Englisch auch auszudrücken, die Statistiken, natürlich auch Bargeldzuflüsse und Abflüsse, sei das bei Fonds, bei Großanlegern, Hedgefonds und so weiter. Gibt es immer wieder mal freie Daten auch, die wir durch die jeweiligen bekannten Medienkanäle bekommen. Aber auch natürlich auch solche Dinge wie das sogenannte PCR, also das sogenannte Put-Call-Ratio, also das Verhältnis zwischen Put- und Call-Optionsscheinen, die man als Anleger draußen im Markt gekauft hat. Was sollen uns diese ganzen Dinge sagen? Es ist also auch ein Stück weit die Anlegerpsychologie, diese sogenannte Psychologie der Massen, wie man das auch von Costolani und so weiter in seinen Erzählungen kennt, mit dem Herdentrieb und den Lemmingen. Es ist letzten Endes auf diese Weise auch eine gewisse Kraft der Beherrschung, dass man sich dieser Masse erstmal nicht stellt und der Masse nicht blind hinterherläuft, sondern dass man sich mit der Masse erstmal ein Stück weit kritisch auseinandersetzt und sich vielleicht sogar ein Stück weit ja, mit den ersten Ansätzen gegen die Masse positioniert. Es ist ja so, dass eine Masse irgendwann dann mal gegen die Wand rennt und dann umdreht. Und dann ist man halt vorne dran. Die Sentimentanalyse kann also auf diese Weise auch sinnvoll sein. Man kann auf diese Weise auch ein Stück weit eine Korrekturbewegung antizipieren. Was bereits dann durch Ihre technische Analyse, beispielsweise durch den RSI-Indikator, in einem überkauften Szenario dann schon indiziert wäre, und dann auch fundamental vielleicht schon indiziert wäre, würde sich dann auf die Weise dann auch durch das Sentiment indizieren lassen, indem Sie dann beispielsweise auch von einer sehr, sehr schlechten Stimmung ausgehen würden, dann wäre das Gegenteil der Fall. Und dann könnten Sie auf jeden Fall schon anfangen, systematisch Positionen in den Markt zu steuern. Die fundamentale Analyse, technische Analyse, Sentimentanalyse, wie gesagt, als Ganzes nochmal zusammengezogen, die Ansätze und Wege, die es also bei der Investmentanalyse soweit noch gibt. Es sind die sogenannten Lot- und Short-Interest-Statistiken, die Sie draußen im Markt bekommen. Es sind die sogenannten Advanced Decline-Linien, die Sie selbst auch natürlich in irgendeiner Form rechnen können, die Sie aber auch im Markt bekommen. Das Momentum, die Oszillatoren, wie beispielsweise den angesprochenen RSI-Indikator, dann die von uns eben jetzt so vorgestellten Sentiment-Indikatoren hier, die wir bearbeiten möchten. Das Umsatzvolumen, klar, Chart-Reading im Sinne, dass wir die technische Analyse benutzen und unsere Charts dementsprechend auch mit Indikatoren und auch mit Unterstützungs- und Widerstandslinien zu nutzen machen und natürlich noch weitere Filterregeln.
wenn wir auf die sogenannten Short-Interest-Statistiken schauen, dann dienen die der Erfassung von Leerverkäufen. Also der sogenannte Anteil der Schuld bei Leerverkäufen bei einem Basiswert dann an und immer ein Mehrfaches gegenüber ja, durchschnittlichen Kennzahlen. Also zum Beispiel bei vielen dann der letzten 3 Monate, da wird das miteinander verglichen. So kann dann unter diesen Umständen auch eine zukünftig oder in absehbarer Zeit ja, so eine überdurchschnittliche Eindeckungserfordernis von diversen Marktteilnehmern geführt werden und demnach ist auch mit schnellen technischen Gegenbewegungen bei einem Basiswert zu rechnen. Also wir müssen natürlich die jeweilige Liquidität des zu untersuchenden Basiswerts da auch ein Stück weit mit einkalkulieren. Also das ist natürlich ein anderes Verhalten, ob das bei einem Nasdaq, Dow Jones oder DAX-Wert der Fall ist, als bei einem ganz kleinen Wert, wo man natürlich auch sehr, sehr schwierig überhaupt an Daten kommt. Die Quelle, das soll jetzt nicht hier heißen, dass die Quelle hier von diesem Text daherkommt, sondern die Quelle ist zum Beispiel, wo sie hier den Short Interest beispielsweise an der Nasdaq sich herholen können. Dann können Sie auf der Nasdaq-Seite unter dieser URL, unter dieser Webadresse hier den Short Interest sich ansehen. Dann gäbe es dann als nächsten Punkt noch die sogenannte Advanced Decline Line. Ja, die wird aus diesen Kursänderungen aller an der Börse gehandelten Aktien ermittelt, also beispielsweise an der NYSE oder beispielsweise auch an der Nasdaq oder auch beim DAX, an via Xetra zum Beispiel. Da können Sie dann die jeweiligen Werte, die positiv und die negativ gehandelt haben, dann addieren. Die Zahl, die wird dann im Vergleich zum Vortag mit der niedrigeren Kursschließung Aktien wird von der Zahl der höheren schließenden Aktien abgezogen. Und da bekommen Sie dann ein sogenanntes Saldo und das wird dann vom Vortagswert der addiert. Und dadurch bekommen Sie natürlich zusätzliche Informationen über ja, eine sogenannte technische Verfassung des Gesamtmarktes, in dem Sie sich dann bewegen. Und ja, diese Gewichtung der Aktien wird dann im Index ist dann dabei noch besonders zu beachten. Also wenn Sie jetzt beispielsweise sehen, dass Sie in dem DAX, den wir jetzt besser natürlich auch kennen, was hier unser Heimatmarkt ist, dann wissen wir natürlich, dass man da explizit darauf zu achten hat, welche Aktien da minder oder stark gefallen sind und welche eben nicht, sagen wir jetzt mal, stark gewichtete Aktien wie eine Siemens oder auch eine E.ON. Oder auch mit Daimler. Also wie gesagt, Schwergewichte auf dem DAX. Quelle auch hier zum Beispiel, um diese Dinge zu erreichen und auch anzusehen, online bei dem Wall Street Journal. Das ist alles keine Werbung, sind einfach nur Vorschläge, wo man sich auch Dinge frei holen kann. Wer über Reuters Terminals und Bloomberg Terminals und so weiter verfügt, oder auch anderweitige Systeme verfügt, das muss nicht sein, das kostet einfach irrsinnig viel Geld. Der hat natürlich diese Dinge alle sehr, sehr schnell abrufbar. Das Momentum ist auch ja, man handelt sich mit dem Trieb- und Wachstumsraten, die Schwungkraft dieser Kursbewegung kennzeichnen zu können. Dazu wird dann halt in regelmäßigen Abständen diese prozentuale Veränderung vom aktuellen Kurs zu einem bestimmten historischen Vergleichswert berechnet. Das ist meist mit 12 Monaten Zeitdifferenz. Das kann man also in diesem Fall dann so tun. Dann kann man auf diese Art die Zuwachs warten, und, ja, weil die sehr oft diesen sogenannten erratischen Schwankungen unterliegen, dann noch meist noch durch einen kleinen Durchschnitt, wenn man klettert, der dann in der Regel in den halben Zeitraum umfasst. Und ein drehendes Momentum ist dann im Vergleich, weist dann schwächer werdende Kursdynamik in der bisher herrschenden Richtung hin und mit anderen Worten dreht das Momentum in einem Schwankungsbereich nach oben. Also Sie sehen, sie wird auf diese Art dann Kaufsignal interpretiert und umgekehrt Verkaufssignal. Die Oszillatoren, wir kennen einige, die wir jetzt auch von den letzten Webinaren hier vorgestellt hatten. Einer der bekanntesten Oszillatoren ist der RSI, den die meisten kennen. 30 indiziert eine sogenannte Überverkaufszeit, dem Moment, wo es abwärts geht, unter die 30, 70, ab 70 aufwärts indiziert eine sogenannte Überkaufszeit, sprich bei einer überkauften Situation, Marktkonstellation, kann man anfangen, Short-Positionen zu begeben und bei einer überverkauften kann man stückweise anfangen, Long-Positionen zu begeben. Das gilt für
sehr, sehr liquide Märkte, umso eher DAX-Aktien funktionieren auch noch in diesem System. Sentiment an Indikatoren geben Rückschlüsse auf die Stimmung und auf diese Weise auf das Verhalten bestimmter wichtiger Marktteilnehmergruppen. Und oftmals basieren diese Verhaltensindikatoren ja auf diesem sogenannten Konzept der Contrary Opinion, also der gegenseitigen Meinung. Sprich also eine erfolgreiche Anlage, die beruht darauf, so ist die Aussage auch der gängigen Definition, dass die meisten Anleger immer wieder die gleichen Fehler machen. Und daher gilt es, sich klar den Gegensatz zu verhalten. Das ist der Standardsatz, den man aus dieser Auslegung der klassischen Sentiment-Indikatoren für sich gewinnen kann. Besonders hoher Pessimismus der Anlegerschaft wird dadurch für die zukünftige Tendenz eher positiv gewertet und umgekehrt ein übertriebener Optimismus für die künftige Kursbewegung wird halt negativ beurteilt. Diese entsprechenden Indikatoren sind dann beispielsweise auch durch das Put-Call-Ratio oder Investitionsrate Investmentfonds heranzuleiten. Sie können auch beispielsweise dann, wenn wir noch vorzustellen, aber Sentiment erkennen, inwieweit sich das ja, für den Anleger dann von Nutzen macht. Und das Eurex-Sentiment wird oder der Stuttgart herausgegeben. Das wird gleich auch nochmal gezeigt. Weitere Sentiment-Indikatoren, also wo man das Sentiment auch noch analytisch quasi untersuchen kann, ist dann mit dem Put-Call-Ratio oder diesen sogenannten der Investmentfonds. Und für die sogenannte ja, Put-Call-Ratio, die öffentlich als Prozent ja, zur Verfügung gestellt wird, der gehandelten Puts zu den gehandelten Calls, können sich auch quasi auch selbst errechnen, indem sie ja die angezeigten Puts und angezeigten Calls einfach miteinander berechnen. Und durch diese wird ihnen dann je nach Extremwert eben ein Kaufhinweis oder eben umgekehrt ein besonders niedriger Wert auf dem Kaufsignal dann eben signalisiert. Natürlich, es gibt auch bei Investitionsgrad Investmentfonds Ähnliches, wenn Sie sagen, das ist eine logische Geschichte, wenn Investmentfonds in irgendeiner Form sehr, sehr stark in der Barreserve, in der Cashrate, dann sind sie natürlich noch völlig unterinvestiert. Das kann natürlich für den Markt bedeuten, wenn die sukzessive dann jetzt in den Markt gehen und anlegen, dass sie natürlich dann stückweise auch etwas am Markt bewegen. Es sind nun mal etwas höhere Summen, die die Fonds dann auch bewegen, als jetzt beispielsweise Privatanleger. Auf diese Weise ist natürlich dann Nachfragepotenzial noch da, wenn die Cashrate ist. Umsatzvolumen ist noch eine weitere Auffassung. Das nur mal jetzt nicht so weit zu vertiefen, weil ich hier schon die Zeit davon sehe. Technische Analyse kennen wir alle, die ganzen Kursumsatzverläufe, Candlesticks und so weiter, oder viele Schablonen, alles, was ich eben schon aufgezählt hatte, Fremdkanäle, Umkehrformationen, wie sie so schön heißen, Head and Shoulders und so weiter. Kleine Durchschnitte, also das sind alles natürlich Dinge, die Sie mit der Handelsplattform CWS mit noch viel weiteren Bestandteilen natürlich abrufen können. Das Wichtigste ist von der Herangehensweise bei der Sentimentanalyse, was letzten Endes die Sentimentanalyse bewirkt. Gefühle, Ängste, Stimmungen, die Geschichte, was haben wir aus diesen ganzen Zeiten bis heute zu lernen? Es gab Krisen in der Geschichte der Börse und der Märkte, es gab sie immer wieder. Und die Menschen, die werden nach einer gewissen Zeit auch wieder die gleichen Fehler machen. Das kennen wir alle. Oder wir machen dann zumindest ähnliche Fehler. Und wenn wir zurückgucken, das zeigen Jahre 1929, das zeigen Jahre 1987, das Jahr 2000, das wir dann noch sehr, sehr vor Augen haben. Die Dotcom-Geschichte, die Dotcom-Blase. Ja, oder auch jetzt 2008, 2007, 2008, diese Phase dann, wo es dann in Richtung Lehman ging und die Finanzkrise ja, emporkam. Möglicherweise auch in weiterer Zukunft ist auf jeden Fall auffällig, dass die Zeiträume hier zwischen diesen jeweiligen Krisen immer kleiner werden. Das ist jedenfalls nicht gerade ein Grund zum Feiern. Früher gab es auch solche Krisen. Früher waren sie auch durch Übertreibung und wie immer auch durch die typische Geschichte mit der Gier der Grund, warum sie überhaupt emporkamen. Aberwitzige Preisvorstellungen zu Aktien. Ich bleibe jetzt mal beim Aktienmarkt als Beispiel. Und das kann man natürlich beliebig auch zurückverfolgen in die ältere Geschichte.
Ob das jetzt damals diese typische Börsengeschichte mit der Tulpenzwiebel war, mit dem Tulpenzwiebelwahn oder die sogenannte Südseeblase, South Sea Bubble, das gab es immer wieder. Und in den neuesten Zeiten, 2000, hat man beispielsweise die überzogenen Werte von Internetkonzernen, Internetbuden viel mehr gesagt, die eigentlich viel zu viele absolut wert waren. Und meines Erachtens, das ist meine private Meinung, haben wir in vielen Bereichen auch sowas heute wieder. Wenn wir sehen, was für ein 35-Mann-Betrieb wie WhatsApp bezahlt wird, was der dann scheinbar wert ist, im Vergleich mit ThyssenKrupp oder im Vergleich mit Daimler, also, oder einer Lufthansa, da muss man schon schmunzeln oder sich gleich selbst in den Kopf schlagen. Das ist schon ein bisschen Wahnsinn. Gut, die Geschichte zur Sentimentanalyse ist natürlich auch wie bei jedem anderen Wissenschaften. Es sind Forschungszweige, die sich natürlich auf der Form weiterentwickeln und es werden neue wissenschaftliche Wege beschritten. Und wie das hier auch ist mit dieser sogenannten Verhaltensökonomik, die Finanzpsychologie und das Stichwort Behavioral Finance, da findet man unweit viele Quellen von Umfragen und auch von weiteren Kennziffern, die wir alle jetzt hier vorstellen werden. Die können Sie dann auch gerne nochmal nachlesen und wer noch Fragen dazu hat, kann auch gerne die Folie da bestellen. Die stelle ich gerne zur Verfügung. Die Neurofinanz, die sogenannte Neurofinance, kommt dann noch obendrauf als ein Punkt in der heutigen Zeit, wo man tatsächlich die berechtigte Frage nochmal aufwerfen darf, ob das menschliche Gehirn tatsächlich in der Lage ist, zu verstehen, was noch Geld ist und wie in diesem Zusammenhang andere Menschen, ja, und die von ihnen benutzten Systeme, ob das funktionieren, kann der Mensch überhaupt in der Regel mit Geld umgehen. Das ist vom wirklich tieferen Verständnis dann, wenn man sich mit der Neurofinanz beschäftigt, eine sehr interessante Frage. Wirklich eine falsche Einstellung teilweise auch. Wenn man sich plastisch etwas vorstellt, stellen Sie vor, Sie traden und beim Trading haben Sie Positionen, die sind zwischen 5 und 10 Euro wert oder Sie haben Positionen, die sind zwischen 50 und 100 Euro wert oder auch 500 bis 1000 Euro wert. Das können Sie jetzt beliebig fortführen. Stellen Sie sich doch einfach mal auch parallel dazu Werte in Form von Gegenständen, die sich dafür kaufen können oder auch gekauft haben, vor. Und dann haben Sie einen ganz anderen Bezug, vielleicht sogar zu diesen Positionen. Die Behavioral Finance ist ja, eine Erklärung, die Erklärung dieses irrationalen Verhaltens der verschiedenen Marktteilnehmer, sondern es gibt auch eine Ergründung der Ursachen für Marktanomalien, die nicht allein über ein individuelles Verhalten zu erklären wird. Und über die Jahre hat sich halt diese sogenannte Neurofinance entwickelt. Das ist jetzt mittlerweile ein Forschungsgebiet für sich geworden, was natürlich Psychologie, experimentelle Verhaltensforschung oder auch die Ökonomie oder auch die Neurowissenschaft, also diese ganzen Bausteine zunächst miteinander mit der Finanzpsychologie vereinigt und auch da erstmal einzuordnen ist. Und diese Neurofinance, die versucht also eine sogenannte neuronale Basis für ökonomische Entscheidungen und Verhalten zu entschlüsseln und auf die Weise halt Fragen zu beantworten. Also wie Sie dann als Investor welche Informationen auch wie verarbeiten und was für einen Einfluss ja, Ihre persönliche Risikowahrnehmung dann auf den Entscheidungsprozess dann hat. Und ja, man versteht halt unter dieser Finanzpsychologie halt die Wissenschaft vom Erleben, von der Definition also jetzt. Und heute versteht man unter der Finanzpsychologie die Wissenschaft vom Erleben und vom Verhalten von Menschen im Umgang mit Geld oder liquiditätsnah investierten bzw. aufgenommenen Mitteln. Ja, also diese Finanzpsychologie, die widmet sich also dem Verhalten von Managern bei Investitionsentscheidungen, aber auch dem Verhalten von Klein- und Großanlegern bei Investitionsentscheidungen und auch der Funktion von Finanzmärkten unter psychologischen Gesichtspunkten. Sogar vergessen, weiter zu blättern. Und diese Sentiment-Analyse jetzt, wenn wir das ein Stück weit noch weiterdrehen, was es so in den letzten Jahren zurückgehender gab und was für Entwicklungen, die Geschichte der Börse jetzt zum Beispiel, da kann man ja, da sich noch erinnern, auf jeden Fall, wenn man von der Geschichte jetzt mal zurückblickt, die Industrie wuchs ja damals und dann hat man Ende des 19. Jahrhunderts
die ersten ja, Forscher da auch gehabt, Ökonomen gehabt, Sozialwissenschaftler, auch Psychologen sogar schon, die sich dann unter diesen, ja, wie soll man sagen, unter, ja, unter sozialwissenschaftlichen Aspekten damit mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, die Fragestellungen, die auch mit der Börse zusammenhängen. Und da fällt ein Buch immer wieder dann ein. Das ist relativ bekannt und schon relativ alt und man hat auch schon den Herrn Costolani noch da in seinem Buch zum Beispiel auch zitieren dürfen, dass er das auch verwendet hat, die Börse da erstmal richtig noch zu verstehen. Das ist das Buch Psychologie der Massen von Gustave Le Bon. Kann ich empfehlen. Man muss das nicht wirklich alles von vorne bis hinten lesen, aber sehr, sehr viele Auszüge sind doch sehr, sehr, sehr gut und bringen ein Stück weiter. Nun, die Marktteilnehmer, die treffen ihre Entscheidung von Verkauf, von ob das jetzt Aktien oder ob das jetzt irgendwelche anderen Basiswerte sind, ja meist aufgrund von Nachrichtenflow, also Newsflow. Sind es positive Nachrichten, sind es negative Nachrichten? In welcher Form versucht man diese Werte natürlich dann für sich zu bearbeiten und dementsprechend Long- oder Short-Sicht zu positionieren? Und das sind wirtschaftliche Faktoren, die sogenannten börsentechnischen Faktoren, persönliche Motive. Das ist bei persönlichen Motiven der Marktteilnehmer, ob das jetzt Spekulanten, kurz- mittel- langfristige Anleger sind oder auch sogar Bankenteilnehmer sind, in dem Form ja erstmal sehr schwer auseinanderzuhalten. Es sei denn, das sind natürlich die sogenannten Algos oder Hochfrequenzhandelssysteme. Die haben natürlich solche Probleme in dem Fall nicht, sondern agieren nur auf 1, 0, 1, 0, 1, 0, sprich auf mathematische Indikatorenbasis. Und diese haben natürlich alle in irgendeiner Form, also alle ausgeklammert von diesen eben genannten Algos und Hochfrequenzsendern, haben natürlich gewisse Hoffnungen und Enttäuschungen und so weiter schon bearbeitet. Die gehen natürlich auch immer mit einem gewissen Gefühl und mit einer gewissen Einstellung an den Markt. Die geben auch immer positive und negative Meinungen dazu ab. Das sind natürlich dann auch Meinungen, die man auswerten kann. Wer sich da sehr, sehr positiv dran direkt äußert, wer der Meinung ist, ist gerade mit einer Long-Position im Index zum Beispiel beim DAX besser beraten. Und je mehr das zum Beispiel bei Privatanlegern machen, umso eher ist es der Fall, dass man sogar sich gegenteilig positionieren kann auf der Short-Seite. Noch kurz zu diesem Herren hier, der Auflistung hier, Gabriel Tarte, Philippe Guyon, de la Vega und so weiter. Das sind alles nochmal so Namen, die auch in den Rahmen von der Finanzpsychologie auch historisch gesehen da noch ein bisschen einzuwerfen sind. Das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Schadet bestimmt nichts. Letzten Endes ist es tatsächlich, wenn man Kenner, die lange traden, fragt, was ist letzten Endes Börse und Börse bedeutet wirklich Psychologie. Da gibt es auch Aussagen von prozentual, von wegen, wie würden Sie es aufteilen, wie viel Prozent ist Psychologie, wie viel Prozent ist Handelsplattformen, wie viel Prozent ist Wissen und so weiter. Und da kommen immer ganz witzige Antworten. Da gibt es dann Aufteilungen mit 35, 35, 30. Es gibt aber auch wirklich sehr, sehr klare Aufteilungen, die dann sagen 40, 40, 20 und 100% Psychologie. Und das ist letzten Endes auch so, es werden Nachrichten ausgestreut und tatsächlich Positionsgefechte und Positionsspielchen von Marktteilnehmern teilt, natürlich auch der mächtigen Marktteilnehmer darauf vonstatten gelassen ist und vom Stapel gelassen. Und damit müssen wir uns als einzelne Investor natürlich, weil wir auch aber schnell und wendig sind, auseinandersetzen. Den Vorteil haben wir wenigstens im Vergleich zum Großinvestor und zum Fonds. Wir sind wendig wie ein kleiner Fisch. Und der Fonds wäre eher vergleichbar mit einem Wal oder mit einem Tanker, der sich nicht schnell bewegen kann und auch nicht schnell Sinn machen kann. Sprich, der kann auch nicht so schnell Märkte verlassen und wieder neu in den Markt einsteigen. Wenn man zurückschaut, was Sentiment angeht, sind auch in der frühen Börsenwelt schon Privat- und Kleinanleger immer unerfahren gewesen. Die waren wie heute auch sehr oft von Aktionen, Märkten, meistens hier Aktionismus, Gerüchte, Mutmaßungen und so weiter getrieben. Das gab sogar zeitweise Bestrebungen, das war jetzt zum Beispiel in Deutschland der Fall, dass man Aktien dann auch erst an einem gewissen Nennwert dann zugelassen hat. Da hat man die Privatanleger ein bisschen weit außen vor gelassen, in gewisser Weise. Inwieweit das bis heute ja, Auswirkungen noch auf die Investmentkultur in Deutschland hat, ist fraglich. Mit der ist es in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern leider nicht sehr gut gestellt.
Wenn Sie das klassische Beispiel zum Beispiel noch nehmen, Probleme der Börse früher oder zukünftig, das ist immer nicht logisch. Das ist wirklich nie logisch. Die Börse erscheint dann immer wieder wie etwas Zickiges oder was auch immer. Es ist jedes Mal dasselbe. Sie macht genau das nicht, was man will, und umgekehrt. Und der Klassiker, auch hier Zitat von Maynard Keynes, zufolge spielen die menschlichen Erwartungen in seiner allgemeinen Theorie eine elementare Rolle, weil die Annahmen einer berechenbaren Zukunft zu falschen Deutungen führen und die verborgenen Einflüsse des Zweifels, der Unsicherheit, der Hoffnung und der Furcht verbergen. Also sind alles immer schlaue Sprüche, aber die haben auch ein bisschen was in sich, haben ein bisschen Wahrheit auf jeden Fall auch in sich. Die interdisziplinäre Forschung in dieser Finanzpsychologie, also was da alles mit hinein, ja, gerührt wird, Verhaltensforschung, Verhaltensökonomik, Neurowissenschaft, die wird auf diese Weise, ja, die zeigt auch nicht nur mit theoretischen Annahmen Vorhersagen über das künftige Verhalten oder Verhaltensänderungen abzuleiten, sondern auch aus der Beobachtung des tatsächlichen Verhaltens. Und das ist das, was Sentiment-Indikatoren machen, zwecks Umfragen, ein aktuelles tatsächliches Verhalten abzubilden. Eins der am ja, ehesten sogar tatsächlichen Verhalten ist das sogenannte Euwag-Sentiment, weil das sind reale Geschäfte und nicht irgendwelche Scheinmeinungen und ungenauen Umfragen, sondern das sind reale Geschäfte, die an der Euwag, an der Börse Stuttgart zustande gekommen sind. Und dort wird dann die Anzahl der Puts und Calls auch tatsächlich so erfasst. Und da ist auf jeden Fall dann auch keine Verzerrung in diesem Fall dann gegeben. Also dieser Sentiment-Indikator, den kann man jetzt zum Beispiel als Beispiel weiter fortführen, der Euwag Stuttgart dann, wertet die Stimmung der Marktteilnehmer aus. Und dann bekommen Sie als möglicher Investor, wenn Sie noch nicht im Markt sind, dadurch ein Bild, einen Überblick geliefert und können auf diese aktuelle Verfassung des Marktes dann reagieren. Sie können sich vielleicht schlauerweise auch gegen die Befindlichkeiten der Masse der Marktakteure stellen. Das ist der absolute Klassiker, gerade bei der sogenannten Euwax. Das kann ich Ihnen auch gerne mal zeigen, indem wir jetzt einmal, ne, einen Explorer kurz hier drüber ziehen und dann Börse Stuttgart eingeben. Na, also Stuttgart. Das ist, wie gesagt, die einfache Herleitung, dass man so schnell findet. Also Stuttgart relativ mit viel, viel Informationen ausgestattet. Dann sehen Sie direkt auch auf der Startseite, das Euwag Sentiment. Klicken wir drauf, bekommen wir auch noch die genauen Erläuterungen dazu. Und zum Beispiel jetzt hier Intraday, schön zu sehen, dass Euwag Sentiment notiert in einem deutlich sehr, sehr negativen Bereich. Die Mehrzahl der Anleger, der Privatanleger, hat sich hier für die heutigen Tage mit Shorts eingedeckt. Das ist, wie wir aufgrund der heutigen Performance des DAX wissen, keine gute Idee gewesen. Sie sehen das entgegengesetzte DAX-Bild unten und können das auch gerne, wenn Sie das auf einen Monatschart hier verbreitern oder beispielsweise auf einen 3-Monats-Chart, dann auch deutlich sehen, was für eine schöne Aussagekraft dieses Sentiment dann doch hat, wenn man nicht bei denjenigen dabei ist, die sich hier so positioniert haben. Sieht man ja genau entgegengesetzt. Natürlich leicht zeitversetzt, aber nur gering zeitversetzt. Das heißt also, auf diese Weise kann man schon eine gewisse, ja, Marktrichtung antizipieren. In diesem Fall findet man natürlich jetzt eher gegeben für diesen Kurs Szenarien um 19 Uhr bis zu einem Schluss von 22 Uhr mit der Nachbörse an sich gegen den Long-Versuch noch, den weiteren Long-Versuch zu stemmen. Da hätte man wenigstens noch ansatzweise ein paar Pünktchen dann zu holen. Das ist natürlich jetzt um Gottes Willen keine Aufforderung zum Handeln, sondern jetzt nur eine Auslese von diesem Indikator. Die Erklärung natürlich, um Gottes Willen, die Erklärung ist natürlich auch unheimlich ausführlich, generell auch, wie es berechnet wird, wie es dargestellt wird.
Dazu brauchen wir das Webinar nicht, dass wir das nochmal aufdröseln. Sie sehen, wo Sie es absolut finden, weil es gibt noch viele andere, die man Ihnen vorstellen kann. Gut, zurück zur Präsentation hier. Ich lasse uns jetzt hier verdröseln. Folie 34. Bildschirmpräsentation zurück. So. Dann gehen wir zurück hier. Das ist, was der Klassiker ist, dass immer in denselben, in den jeweiligen Zeitfenstern, Timeframes, auch immer wieder das alte Spiel da auch passiert. Das ist letzten Endes, ja, letzten Endes dieser Fall, dass Werte überkauft werden und überverkauft werden und das Klassische, dass das, was an der Börse jetzt beispielsweise bei Leitindex DAX dann immer der Fall ist, gibt über eine gewisse Zeit Trendwerte, da springen alle ein Stück weit immer mehr auf. Und ja, der klassische Herdentrieb, also die Lemminge, der klassische Herdentrieb funktioniert. Und irgendwann ist diese, ja, ist diese Aktie, auf die dann aufgesprungen wurde, dann nicht mehr en vogue. Sprich, da ist man dann auf einmal der gegensätzlichen Richtung besser positioniert. Andersweitig kann man natürlich auch sagen, man hält sich von diesen Werten dann fern und positioniert sich in den anderen Werten, die in der Zeit nicht so gut gelaufen sind, die auch von der Masse der Anleger nicht in der Auswertung mit einem Gut befürwortet worden. Auch klassisches Zitat, die massenpsychologischen Reaktionen sind an der Börse wie in einem Theater. Einer gehend und in kürzester Zeit gehend jeder. Hustet einer, so hustet sofort der ganze Saal. Das ist also Herr Costolani, ein absoluter Liebling. Kommen wir zu den Sentiment-Indikatoren. Einen haben wir ja eben schon eben gesehen hier, Euro Sentiment. Das sind die sogenannten privaten Privatanleger-Orders in Optionsscheinbarkeitsprodukten. Und eins dazu natürlich noch, das ist hier einer der größten, das, ja, das ist der größte Handelsplatz in Europa. Also wenn da quasi, wenn da Umsätze zustande kommen, wenn da Zahlen ausgelesen werden, dann hat man auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen, auch ein gutes Bild da zu bekommen, gutes Sentiment zu bekommen, also einen relativ geeigneten Indikator angezeigt zu bekommen. Dann gibt es obendrein natürlich noch viele andere, ein weiteres bekanntes zum Beispiel aus den USA, ist Sentiment Survey, also eine Umfrage von der American Association of Individual Investors, das sogenannte AAII, das können Sie auch sehen, eine freie, verfügbare Umfrage, können Sie frei einsehen, wenn Sie einfach auf die Seite gehen. Das Sentiment Survey, das ist gleich auch auf der Startseite zu sehen. Die jeweiligen Pop-up-Fenster, die da hochkommen, dass Sie ein Abonnement für irgendwas abschließen sollen, können Sie ignorieren. Das ist kostenfrei. Das wird jede Woche auch Ihnen zur Verfügung gestellt. Bereits schon seit 1978. Das ist ja nicht gerade wenig. Wenn Sie da in dem Fall jetzt Mitglied wären, könnten Sie selber da natürlich auch noch damit entscheiden und Ihre Stimme abgeben. Obendrein gibt es noch das Marktsentiment, Stimmungsindikatoren der Börse Frankfurt. Auch das wollen wir natürlich, ich muss jetzt mal gerade schauen, ob wir das nicht auch so machen können. Genau, dann klicken wir nämlich einfach das so rüber und dann ziehe ich Ihnen das Fenster gerade mal rüber. Dann sehen Sie auch das Sentiment Survey Papier, das American Association of Individual Investors. Das ist jetzt das aktuellste vom 16.04. Dann sehen Sie die aktuelle Positionierung, die Meinung bullish, neutral, bearish. Wieder zurück. Dann haben wir zum Beispiel als weiteres das Sentiment der Börse Frankfurt. Auch das natürlich frei verfügbar. Auch hier schwanken wir kurz drauf. Auch keine Hexerei, alles frei. Ja, die ist quasi jede Woche kommt eine Umfrage und dann wird quasi entschieden, ob eine Meinung wird getroffen, ob der Markt eher auf der Schadseite in den nächsten 4 Wochen zu sehen ist
oder ob der Markt eher auf der Long-Seite in den nächsten 4 Wochen zu sehen ist. Das ist dann für die Positionierung in diesem Zeitfenster von Nutzen. Obendrein gibt es natürlich noch, wie man hier auch sieht, angekündigt, alle 6 Monate nochmal ein zusätzliches Sentiment, die sogenannte IPO-Sentiment. Also sprich, wenn Werte an die Börse neu kommen. Initial Public Offering. Da können Sie natürlich dann auch erkennen, inwieweit es um die Markterfassung im Bereich der Börsenlandschaft bestellt ist. Ist es noch ein aktuell gutes Zeitfenster, um an die Börse zu kehren? Oder ist es ein gutes Zeitfenster, um der Börse eher den Rücken zu kehren? Unter anderem hier dieses DAX-Sentiment, diese Umfrage hier, mache ich jede Woche mit. Also ich gehöre da zu diesen Anlegern, die da mit befragt werden. Und ich finde auf jeden Fall, dass das in den letzten Monaten ganz gut bewährt hat. Also man kann genau das Gegenteil von dem machen, was da gesagt wird. Das ist auf jeden Fall wirklich konträr zu sehen. Sollte man auf jeden Fall immer beobachten, wie die Werte sind und die aktuelle Marktkonstellation beobachten. Dann haben wir, ach, das habe ich eben erzählt, genau, das ist auch die Ursache, das habe ich eben ja ausgewiesen. Da gibt es noch ein zusätzliches, das sogenannte State Street Investor Confidence. Das sind alles Dinge, die kann man anschauen. Rasmus Reports, das sind viele, die sind natürlich auch nicht mehr frei, die kosten dann Geld. Das ist auch die Frage, ob sich das überhaupt lohnt für den Privatinvestor. Es gibt natürlich noch viel, viel weitere Umfragen, die natürlich auch Geld kosten. Insider-Sentiments frei, dazu jetzt gleich noch die Extrafolie. Es gibt viele, vor allem im Bereich Investors Watch Journal, Investors Confidence und so weiter, wo man beträchtlich mittlerweile Geld bezahlen muss. Früher waren die frei verfügbar. Irgendwann fing man dann in den Jahren 2007, 2008 an, damit Geld verdienen zu wollen. Man hat ja die freien Quellen geschlossen und man hat auch einen Weg dazu geschaltet. Also immer aufpassen, dass man da nicht irgendwo auf einmal da Geld in die Hand nimmt. Das muss nicht sein. Das Insider-Sentiment ist auch noch ein weiteres Sentiment als Baustein, gerade auch für Einzelaktien von Nutzen. Es kommt gleich noch eine Extrafolie, was ich vorstellen möchte. Natürlich auch Sentiment-Analysen eines Einzelwertes machen auch Sinn, wenn Sie jetzt in einer Aktie alleine nur sich bewegen. Sagen wir jetzt mein klassisches Beispiel, die RWE, oder hier von mir aus auch das Beispiel der Infineon, können Sie natürlich auch die Anzahl der Puts und Calls sich aufrufen, können daraus für diese Einzelaktie auch das Put-Call-Ratio ausrechnen und natürlich können Sie auch auf der Art und Weise bei den sehr, sehr hochgehandelten, zusätzlich hochgehandelten, in Volumen gehandelten Puts und Calls die jeweiligen Schwellen sich anschauen, gerade wenn es sich auch um Knockout-Papiere handelt, die in einem großen Volumen gehandelt werden und die relativ eng auch an dem aktuellen Kurs stehen, dann sollte man sich Gedanken machen, ob man diesen Schein beziehungsweise ob man diese Aktie dann erst kauft, wenn dieser Punkt erreicht wird oder ansatzweise an diesem Punkt erreicht wird, dann macht es vielleicht eher Sinn, also wenn man natürlich jetzt die Aktie kauft. Wenn man den jeweiligen Optionsschein, das Knockout-Produkt kauft, dann natürlich guckt man möglichst, dass man sich ein Stück weit vom aktuellen Kurs entfernt erst als Knockout-Schwelle sich was raussucht, weil in dem jeweiligen Marktumfeld wird ein sehr, sehr eng begrenzter Schein wahrscheinlich schnell ausgenockt. Umfragen von Großbanken gibt es obendrein natürlich, ob das jetzt eine Großbank ist wie Barclays oder die Deutsche Bank oder auch UBS. Es gibt einige Investorenvertrauensumfragen, Investorenvertrauen von auch beispielsweise Anlegern im Bereich des Devisenhandels, im Bereich des Rohstoffhandels, also wirklich für jede Assetklasse, jede Handelsklasse. Und natürlich, wenn Sie jetzt schauen auf Währungspaare und auf Sentiments, jetzt zum Beispiel die Euro-US-Dollar, dann kann man sich natürlich auch bei den großen Brokerhäusern auch frei verfügbar. Das kann ich natürlich jetzt schlecht zeigen, dass ich hier alle möglichen Broker aufrufe und Ihnen jetzt diese Seiten zeige. Das ist rechtlich nicht so ganz einwandfrei, denke ich. Dass man da halt sagt, das ist in der Masse des Marktes, ist dann der Anleger short auf den Euro-Dollar positioniert oder prozentual sehr, sehr hoch short positioniert. Sprich, da wird man auf jeden Fall am Markt feststellen, wenn sehr, sehr viele Marktakteure short positioniert sind, wird es erstmal noch eine ganze Weile in die entgegengesetzte Richtung gehen. Sehr oft auch mit den sogenannten Short-Squeeze-Modellen.
wie bei jedem anderen Warenwert übrigens auch. Und da werden natürlich dann auf diese Weise Short-Positionen aus dem Markt gekegelt, die relativ eng gesichert sind oder nicht weit genug gesichert sind. Alles, was zu weit entfernt ist von der jeweiligen Schwelle, ist natürlich dann auch vom Markt her irgendwann zu teuer, den Wert dann auch zu erreichen. Das ist für sie oder noch zu hoch für die Marktteilnehmer, die da andere rauskegeln möchten. Short Squeeze ist eine schöne Anekdote, bleibt immer wieder das klassische Beispiel VW, VW-Aktie vor Augen. Sie kennen alle das Happening da, was da vor ein paar Jahren der Fall war. Das hat einen gestandenen Mann, die Unternehmer, doch dazu gebracht, mich vom Zug zu werfen. Er hatte natürlich sich auf diese Weise verspekuliert. Aus welchen Gründen er auch immer diese Spekulation gemacht hat. Kommen wir zum Insider-Sentiment, was auch dazu gehört. Jetzt habe ich ganz zurück. Genau. Auch Insider-Sentiment gibt es natürlich auch mit Indizes, sprich, wo ein gewisses Insider-Sentiment auch von einem Index abgebildet wird. Und wie das draußen im Markt nun mal auch der Fall ist, wird ein Index, den es da irgendwo gibt, auch mit diversen Produkten unterlegt. Und ob das jetzt ETF sind, ob das Zertifikate sind oder ob das irgendwelche andersartigen Konstrukte sind, also meistens sind es ja ETFs und auch Zertifikate, kann man dann natürlich diesen Insider-Sentiment-Index dann auch mit einem Produkt handeln. In dem Fall habe ich jetzt mal hier Sentiment-Index über den ETF hier rausgesucht. Das gibt es zum Beispiel Guggenheim Investments. Das ist die Frage, ob das deutsche Investoren kaufen können. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist nur zur Anschauung hier. Da gibt es einen Sole Active Insider Index. Es gab auch mal, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, das kann ich mich noch erinnern, es gab auch mal ein Insider-Zertifikat von einer großen deutschen Bank, auch über die Börse Stuttgart handelbar, wo die Insider-Transaktionen, sprich die Directed Dealings nachgehandelt wurden. Das konnte man dann als Zertifikat kaufen, dieses Marktakteurmodell. Natürlich gibt es dann auch die klassischen Informationsstellen wie Insider-Daten, aber das wichtigste Informationstool bleibt über die Aufsichtsbehörde. Die Vorstände und Aufsichtsräte müssen letzten Endes ihre Geschäfte melden, wenn sie Aktien von ihren Unternehmen kaufen, die über eine Meldeschwelle von 20.000 Euro steigen. Und dann gehen diejenigen daher und müssen das bei der BaFin melden. Und bei der Seite der BaFin findet man dann auch diese Informationen. Das ist in der Schweiz und Österreich ähnlich, das ist in den USA auch so, das ist auch in Kanada so. Dazu gibt es noch gleich noch ein paar Adressen. Weitere Sentiment-Analysen, die auf jeden Fall auch zu beachten sind. Es gibt noch das sogenannte Sentix, das ist sicher jedem ein Begriff. Konjunkturindikatoren gibt es natürlich von Sentix auch, aber es ist auch eine große Klasse von Verhaltensindikatoren zum Kapitalmarkt, zur Börse, also auch Produkte aus dem Fachbereich der Verhaltensökonomik. Und da ist Sentix auch relativ groß. Das werde ich jetzt auch nicht großartig aufrufen. Da muss man auch gucken, dass man da sich rechtlich einwandfrei verhält. Die werden auf jeden Fall auch Gebühren für ein gewisses Abrufen von Daten verlangen. Es gibt allerdings auch Möglichkeiten, dass sie sich selbst dort anmelden bei Sentix und sagen, sie nehmen auch bei Umfragen teil. Und auf diese Weise kriegen sie dann auch Umfragen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das kann man alles auf der Seite von Sentix machen. Weitere interessante vielleicht noch Anismus, dann ZDW ist eben ein Begriff. Dann gibt es zum Beispiel noch TicketSense, da sind jetzt mal ein paar außergewöhnliche Dinge, da klicke ich jetzt auch extra mal drauf, weil da kommt man normalerweise nicht so drauf, dass man das findet. Rübergeschoben. Ja, also auf diese Weise, das ist TicketSense, ist nichts anderes. Da werden die Blogger mit ihren ganzen Vorstellungen, mit ihren ganzen Ansichten quasi abgerufen. Und das wird teilweise heute überhaupt kein Problem sein. Die meisten
wenn man beispielsweise bei Twitter oder auch bei anderen wie Stockbits, diese Systeme sind dann offen, wenn sie die nicht geschützt haben, sind die alle offen. Das heißt also, ein Robot, ein Algo, ein Logarithmus kann da drüber screenen und kann quasi ihre Aktien, über die sie sich dauernd unterhalten und ihre Kursziele oder ihre etwaigen Einschätzungen zu Aktien selbstständig lesen und daraus auf jeden Fall irgendwelche Quintessenzen ziehen. Es ist schon faszinierend, was auf jeden Fall mit der Technik derzeit alles schon ist. Auf der anderen Seite natürlich auch beängstigend. Ein weiterer Punkt, Investors Intelligence, da klicke ich auch nochmal drauf. Das ist in diesem Fall mal zu sehen, dass es auch Dinge gibt, die nicht einfach umsonst und frei sind. Also sprich, wir müssen hier Geld in die Hand nehmen, um hier Sentiment-Daten zu erhalten. Deswegen schieben wir das auch gleich wieder weg. Geld wollen wir dafür nicht bezahlen. Wichtiger Punkt noch zu den ganzen Sentiment-Daten sind die sogenannten Commitment of Traders, also quasi die Positionierung der Handelsteilnehmer, der professionellen Handelsteilnehmer, aber auch anderer Marktteilnehmer im Bereich der Futures und Optionen in einem großen Markt. Und das kann man alles auch auf der Seite von der CFTC, in dem Fall hier die CFTC, ne? So umgeblättert, auf der Seite der CFTC sehen. Im Grund habe ich hier den Link nicht markiert. Werde ich mal kurz öffnen. cftc.com. Und wenn Sie auf einen Datenkalender gehen, werden Sie sehen, dass an einem Freitag einmal in der Woche dann diese Daten released werden. cftc.gov. So, warum öffnet er mir das? Doch, jetzt öffnet er. Schiebe ich ihn auch mal kurz rüber, dann sehen Sie diese Seite, die offizielle Seite der Commodities Futures Trading Commission, und also der Aufsicht. Und auf diesen Seiten finden Sie die sogenannten Commitment of Traders, die Reports, Your Weekly Report in diesem Fall. Dann klicken Sie da drauf, dann sehen Sie eine Übersicht. Sie können natürlich auch sehen, wann werden die Dinge überhaupt released, sprich ausgegeben, kriegen den Kalender angezeigt, wann die ausgegeben werden, damit sie auch da nichts verpassen in dem Sinn. Und scrollen dann runter und gucken sich dann genau diese Bereiche an, die sie für sich entdecken wollen. Metals and Other in dem Format zum Beispiel kriegen sie dann angezeigt. Hier oben sehen sie Palladium, hier sehen sie Platin, hier sehen sie Silber, hier sehen sie Gold. Und dann sehen Sie die jeweiligen Positionierungen der Trader und auch den Open Interest, also die offenen Positionen, wie viel davon erreicht ist. Das sind die sogenannten drei Gruppierungen erstmal. Die Commercials sind dabei, professionelle Hedger, Tradesmen von den Large Speculators, also von großen Spekulanten, die aufgrund ihrer Größe sind die meldepflichtig, die kleineren nicht. Und Small Speculators, die Gruppe der nicht mehr Pflichtigen repräsentieren. Also die werden da im Rahmen erfasst. Und diese Aufsichtsbehörde, die Commodities Futures Trading Commission, die CFTC, bringt das in der Regel, wenn Sie den volkswirtschaftlichen Datenkalender sich anschauen, bringt das in der Regel 2021 raus. Jetzt an Ostern wird es wahrscheinlich nicht so sein. Wahrscheinlich dann die Woche drauf erst rauskommen. Und morgen ist ja schließlich die Börse zu. Gut, das machen wir jetzt erstmal wieder zu. Schieben wir rüber. Gleiche Daten auch beispielsweise über die CME Group. Dann können Sie beispielsweise, ne, können Sie beispielsweise auch noch Zusatzdaten abrufen. 3D-Volumina abrufen, wie viele Calls und Puts in der CBOE Intraday gehandelt wurden. Es kommt immer ganz auf ihre Basiswerte an, die Sie gerade handeln. Ob das überhaupt von Interesse für Sie ist, wenn Sie natürlich nur Aktien handeln, ist das natürlich ein Punkt. Ich will Ihnen nur zeigen, was es alles da draußen frei gibt. Das sollte man auf jeden Fall dann auch nutzen, weil andere tun es auch. Market Harmonics, gut, das nochmal zu vernachlässigen. Nächste Folie.
Insider-Sentiment, Insider-Transaktionen, was auch noch zusätzlich gerade für Einzelaktien von Belang ist. Auf der Seite der BaFin zum Beispiel finden Sie Informationen zu jeder Aktie. Sie geben die WKN, die ISIN ein, kriegen angezeigt, an wer gekauft hat, wie viel, ob es sich um einen Realkauf von Aktien oder einen Realverkauf von Aktien handelt oder ob das in irgendeiner Form von einem Optionsbonusprogramm der Firma ist. Ist dann ja auch viele Management, ja, viele Bereiche aus dem Management werden mit Optionen, mit Bonusprogrammen in Form von Aktienoptionen vergütet. Dann ist das natürlich klar, dass die zunächst erstmal kurz damit reinschlagen, wenn sie über 20.000 Euro kommen. Und dann werden die natürlich eventuell sogar gleich wieder versilbert. Dann hat das natürlich keine Aussagekraft für den Investor oder für einen Trader, der oder auch jetzt für einen mittel- oder kurz bis mittelfristigen Anleger, der in eine Aktie investieren möchte. Wenn er jetzt sieht, beispielsweise, ich bleibe einfach mein klassisches Beispiel der RWE-Aktie, dass jetzt hier auch jetzt nach der heutigen Ex-Dividenden-Geschichte, dass jetzt auf einmal morgen oder übermorgen schon ein großer Batzen an Geld wieder angelegt wird von einem Aufsichtsratsvorsitzenden zum Beispiel oder von einem Vorstandsvorsitzenden, dann hat das natürlich auch eine kleine Lenkungswirkung, weil man sieht, dass er von seinen Büchern überzeugt ist. Er kann ja letzten Endes etwas näher in die Bücher reinsehen. Genauso auch Chief Financial Officers, also die CFOs, wenn die Aktien kaufen oder verkaufen, ist es auch nicht gerade unlogisch, da mal genauer hinzugucken, weil letzten Endes werden die ihre Bücher ja auch besser kennen, als wie das als Einzelaktionäre oder überhaupt als Marktinteressierte überhaupt tun. Hat sich in den vielen Jahren auch immer wieder bewahrheitet. Gutes Beispiel Deutsche Bank, kenne ich noch aus eigener Erfahrung, wo Herr Parker, Kevin Parker, Ex-Banker der Deutschen Bank zum Beispiel, dann zu einem gewissen Zeitpunkt Aktien in einem größeren Rahmen, und ich spreche da von 1 bis 2 Millionen oder mehr, veräußert hat. Und da konnten Sie, und auch bis heute konnten Sie davon ausgehen, dass wenn er die veräußert hat, der Markt zwar ganz kurzfristig vielleicht nochmal kurz über seinen Exit kam, aber über die nächsten Monate oder auch teilweise etwas längere Zeiträume kam der Kurs nicht mehr an seinen Verkaufs. Kurz heran. Sprich, also wenn der Mann verkauft, sollte man das auch tun und sich später vielleicht wieder neu entdecken. Das macht ja heute auch keinen Sinn mehr als Aktionär, sich irgendeine Company zu verlieben. Der Fiskus gibt einem da kein Geschenk mehr. Es gibt keine Spekulationsaufhebung mehr nach einem Jahr. Also es ist egal, ob sie es 2, 3 Tage halten oder ob sie es mehrere Jahre halten, die Steuer bleibt die gleiche. Es sei denn, sie haben es schon vor 2009. Gut, das gleiche mit Insider-Daten bekommen Sie über die FMA, also die Finanzmarktaufsicht in Österreich, oder die SIX Swiss Exchange aus der Schweiz und in dem Fall auch aus den USA und aus Kanada, wo die Daten auch hier frei verfügbar sind, brauchen Sie auf den Seiten nur, gebe ich auch gerne nochmal hier draufklicken, und man sieht, was ich meine. Auch hier in diesem Fall US Securities and Exchange Commission Aufsicht. Dann haben Sie die sogenannten Filings. Gehen Sie auf die Edgar Search Tools oder Company Filing Search. Dann klicken Sie drauf und geben eine jeweilige Company ein, die Sie möchten. Also ich zum Beispiel, was haben wir jetzt aktuell? Sagen wir mal Goldman Sachs. Hat ja heute Zahlen rausgebracht, waren ganz schlecht. Und dann sehen Sie zu Goldman Sachs wirklich alle Dinge, die man über Goldman Sachs regulativ aufsichtsrechtlich und aufsichtstechnisch lesen kann. Das muss man nicht alles durchlesen. Man muss natürlich nur die Files mit den Insider-Statements lesen. Das wird jetzt zu lange dauern, wahrscheinlich wegen der Zeit. Das sind die genauen markierten Files mit Jira, die Sie auch nochmal gezielt in einer Suche eingeben können. Dann können Sie auch nochmal gezielt nach den jeweiligen Files suchen. Sogenannte Ownership Forms. Ja, da sieht man genauso wie bei unseren deutschen Insidern aus Vorständen und Aufsichtsräten, sieht man genauso, wer sich da mit eigenen Aktien eingedeckt hat und wer das nur mit Bonusprogrammen getan hat und sie dann gleich wieder veräußert hat und wer nicht. Bei den Kanadiern ähnlich. So. Die Weisheiten, die schenke ich mir heute. Sie haben vielleicht die eine oder andere Frage, weil
Die Zeit ist schon wieder rum, es geht viel zu schnell rum. Sowas müsste man eigentlich noch viel weiter weiterführen. Das ist genauso wie mit einer fundamentalen Analyseerklärung. Da kann man unheimlich noch viel, viel mehr erzählen und noch andere Bestandteile mit hineinbauen. Ich hoffe, Sie haben da ein bisschen was mitgenommen und wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie das auch gerne in den nächsten Minuten noch tun. Ich renne noch nicht weg. Wenn Sie Fragen haben zu dieser Liste, die kann ich gerne auch zusammenstellen, kann das auch gerne zur Verfügung stellen. Die weitere Meldung ist, der Erfolg in 2014 soll Ihnen auf jeden Fall wirklich gegönnt sein und natürlich uns allen gegönnt sein. Aber noch viel wichtiger, ich wünsche Ihnen jetzt erstmal frohe Ostern und ein paar nette Tage, ein paar Tage der Erholung. Es ist auch nicht schlecht, wenn man mal ein, zwei, drei Tage Pause hat von der Börse, dann kann man Energie tanken und kann sich nochmal besinnen und kann sich nochmal auf neue Schritte quasi einpendeln. Ich möchte in diesem Sinn hier noch auf das Bild hier noch verweisen. Es gibt ein Osterspezial bei Links. Wer da noch nicht mitgemacht hat, kann ja gerne mal auf die Website schauen und da tatsächlich die sogenannte Ostereiersuche machen, beziehungsweise die Suche nach den Baby-Links beziehungsweise der Anzahl. Genaueres finden Sie auf der Linksseite. Informieren Sie sich drüber. Ich bedanke mich. Ein Handout werde ich nicht machen, aber ich kann die Liste auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Ich mache es mal so, genau, richtig ist, ich komme gerade, bin ich selber gar nicht drauf gekommen. Ich mache es so, ich werde diese Sammlung von dieser Liste, diese Sammlung von diesen Links, werde ich auf meine Website stellen. Und da kann die jederzeit jeder einsehen. Das heißt, jeder kommt bei dem Vorschlag, dann brauche ich das nicht umständlich hin und her schieben. Mach das gerade. So. Das wäre dann die Website, wo das zu finden ist. Ups. Muss ja mal gerade schauen hier, dass ich das auch hier keinen Schreibfehler gemacht habe. Genau. Da können Sie dann nach Ostern werde ich das dann einstellen. Dann können Sie dann auch gerne das da alles nochmal nachschauen bei den Links. Die Links werden alle so eingestellt werden, dass sie direkt anklickbar sind, dass sie direkt auf das neue Fenster dann verweisen. Okay. Gut, wenn es jetzt keine Fragen mehr geben sollte, dann wie gesagt, schöne Feiertage, gute Erholung und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.